viel zu nah. Ah, fuck. Okay, haben wir durchpasst. Ja, Abschnitt Neustarter, alles gut. Sie steckt fest, erledige sie, ruf mehr! Sie wollen Blut! Beschütze die Gräfin um jeden Preis! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir ein! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts weiter! Sie wollen nur sie! Still! Ihr werdet alle sterben! Nein! Ja, kommt zu mir! Gebt uns euer Blut! Zu nah! Die sind mir zu nah! Weiter! Es funktioniert! Es kommen noch mehr Ratten! Sie will dich frei! Nein! Nein! Ich fress dich auf! Bitte! Er will nicht durch, Amicia! Jetzt bist du dran, Emily! Jetzt vergießen wir dein Blut! Emily, nein! Nein! Nein, wir müssen verschwinden! Es ist zu spät! Mich los! Lass mich los! Nein, die Menschen brauchen euch doch! Herr! Nix! Schmeißen runter den Drecksack! Ihr werdet diese Insel nie verlassen! Ich beende das! Du wirst die Insel nicht mehr verlassen. Okay, Lukas ist tot, scheiß drauf. Passiert. Ah, lebt auch noch. Amicia? Amicia, wo bist du? Verschüttet? Ich bin hier! Oh nein! Die Schulter wieder? Hugo! Hugo! Nein! Hugo! Nein! Antwort! Sag doch was! Hugo! Nein! Oh, danke! Danke! Es geht uns gut! Dir geht es gut! Alles ist gut! Kapitel 12 abgeschlossen, Kapitel 13, nichts bleibt. Bitte, Hugo, sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus.
Hugo ist im Kampfmodus. Jetzt hol tief Luft und steh auf. Ab, der ist psychisch durch jetzt, der Kleine. Der braucht nichts mehr. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Los, komm, Kleiner. Gut. Hugo im Tötungsmodus. Ich werde euch hier rausbringen. Hugo will töten. Hugo wird alles vernichten, was ihm in den Weg kommt. Wo ist der Motherfucker? Der glatzköpfige Bastard. Hugo will töten. So sieht er gerade echt aus vom Terminator-Modus, Mann. Oder Predator. Predator ist schon sehr heftig, was das betrifft. Hugo muss töten. Entferne Barrikade, du Miststück. Schwester, meine ich. Ist es der Arm? Bein, die alles. Schulter. Ich werde sie einrenken. Echt? Das Tu's. Wird wehtun. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Alles gut? Dann komm. Ja, ich... Hugo, gehen wir. Hugo, Tötungsmodus. Atme. Tief durchatmen und Loot sammeln parallel. Oh, guck mal, da ist was. Pass auf ihn auf. Ich beeile mich. Ja. Da ist nix. Ah, Kiste. Da geht's. Okay. Ah ja, sie kann mit rechts wieder krabbeln. Oh, noch mehr Kisten. Komm gleich wieder. Nein. Komm mal von der Seite aus rein. Komm gleich. Mal. Harz. Mehr machen können wir nicht davon, ne? Da ist voll. Und der Rest machen wir nicht, das wäre eine Verschwendung. Ah, mein liebes Harz, ich muss dich zurücklassen. Oh Mann, ey. Hugo muss töten. Tötungsmodus aktiviert. Na los. Hugo. Alles wird helfen. Du brauchst es. Das wollte ich der ganze Zeit aber. Wenn ich die Pfeile halt wieder zurückkriege, dann wird's halt Bock. Spart halt einen Arsch von Munition. Hugo im Tötungsmodus. Der Kleine, der will nichts mehr wissen. Es muss hier irgendwo rausgehen. Bring mehr Opfer, bitte. Danke. Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich seh nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurück. Weiter. Also, Hugo. Ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Aber das Zeichen der Makula sieht größer aus. Na los! So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Warte mal. Darf ich mir deine Augen ansehen? Normale Pupillen. Ach, du blinzelst kaum. Halt durch! Du musst durchhalten! Geheimes Raum, Chan? So ein Chaos.
nicht. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen? Schlechte Erinnerung. Oh Mann. Eine Stange mit einem Seil. Hugo, wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. Schwefel. Mal gucken, ob es da hinten sonst noch was gibt. Hallo. Ah, guck mal. Jetzt sage ich mal genügend, brauche nur Werkzeug. Arme Mangelware. Also genau, das habe ich gefunden. Werden wir auch gleich nutzen. Ah, Jesus. Ich komme. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Tötungsmodus. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Er steckt fest. Das ist zu hoch! Aber es gibt keinen anderen Weg. Doch, Carlos, weiter. Alicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Yeah. What the fuck? Es hat die Flammen gelöscht. Ihr seid am Arsch. Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Er wird die Sonne töten. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten, es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein, das ist nicht zu Hause. Hugo, sieh mich an. Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn! Nein, genug! Wir verschwinden von diesem verdammten Ort! Lass uns ihn von hier wegbringen! Er ertrinkt! Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser! Rede mit ihm! Halte dagegen! Er braucht dich! Er hat sie in dem Amt, der gerade ausgekugelt war, noch. Schon gut. Schon gut. Oh Mann. Bleibt nah dran. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel.
Ja. Hey, Vorsicht! Was ist? Das habe ich gemeint. Bleib weg von den Dämpfen. Das brennt. Vorsicht! Da ist noch mehr. Ich sehe sie. Das ist aber zwickmühlenmäßig. Vorsichtig! Ja, ja. Das ist echt schlimm. Wie kann er dann, Sasch? Du musst so laufen. Oh nein! Es weiß, dass wir hier sind. Ja, ja und? Na los! Gibt's hier eine Kiste zum Looten? Das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch, sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch. Doch, ist gut. Aber die Ratten sind echt architektonisch eigentlich echt nicht schlecht. Guck, was sie für einen schönen Weg gebaut haben. Für Ratten echt gut. Ja, ich weiß, aus Knochen und Geweberesten, aber trotzdem. Ein bisschen Kakapupu, aber hey, das sind Ratten, ne? Das sind die Fach. Gibt's hier Loot? Nee, kein. Okay. Mister, mit das Ratten, wenn Sie bitte aufpassen, ich muss mal kurz durch. Ich habe hier einen Geisteskranken dabei. Nein, nicht einen Arsch beißen. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich hab's doch schon gesehen mit extra Zwiebeln auf. Der Herr, wissen Sie, was da angeht? Nee, haben Sie 5 Euro? Nee, hab ich nicht. Ich bin zu Bettler hier. Lukas, da vorne ist was. Ich sehe es. Was zur Hölle? Mama Ratte. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja. Ja. Ich bin hier. Hey! Ich warte. Gehen wir, Lukas. Los! Ja. Komm, Hugo. Nein! Ich warte! Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauft! Ohne Fackel? Bleib dicht an der Wand! Dich an der Wand, schnell, ihr stürzt doch alles ein! Hoch, ab, nimm den Kleinen. Oh, die Perspektive. Oh, er hilft oh, aber. Oh nein! Nicht zurückschauen! Rennt! Mach ich aber gerade. Da geht's runter! Nicht nachlassen! Runter, schnell runter! Oh, das ist übel! Ja. Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen! Los, rennt, so schnell ihr könnt! Verdammt seid ihr! Wir verschwinden hier! Ihr bekommt davon ihn ist nicht. Feuer! Hört ihr? Es ist vorbei! Ich habe Angst, dass der Arsch da gleich runterkracht. Da brauchen wir das jetzt nicht. Weil ich mir nichts sage, aber deine Haut ab. Atmen! Atmen. Hallo? Rechts? Der Junge? Hugo? Hugo ist weg! Hugo. Hinter dir, genau da in die Richtung zu laufen. Siehst du? Da ist noch Licht. Ja, das ist unser Blut. Das bist du.
das Gefühl, dass ein dritter Teil kommt? Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Was ist mit mir? Ich werde gefragt, haben wir schon nichts mehr zu sein. Lukas? Mitkommen. Erreiche die Oberfläche. Ah, okay, gut. So, jetzt sind wir noch nicht oben. Oh Mann. Ja, Leute, das ist krass. Guck mal, das ist ein Dorf. Die Moment. Feiern alle. Das Dorf. Ist weg. Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Ach so. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Ja, wenn das Verfügungszeugnis fülle. Ich warte, ich mit Sachbeschädigung manchmal. Das Beben hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Immer in meinem Kopf. Öko? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Es tut mir leid. Okay. Kann man es beeilen, da hinten hinzukommen, wo Licht ist? Ich hatte zwar schon großes Interesse, alles zu looten, wie da drüben die Kiste zum Beispiel, aber ich hatte die Befürchtung, dass der über der Ratten kommt. Ach, Menno. Hast du das gespürt? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten! Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich klappt's. Schänderin? Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Warum hatten sie immer hier keine? Richtiges Werkzeug haben wir ausgewählt. Kannst du dich jetzt auch mal verpissen? Ja, da ist ein Bolzen. Interesse gerade dran? Ja, geht so. Wie tief geht es da runter? Ich kann keine Felsen mehr erkennen. Ich will's nicht wissen. Noch ein Stück vorne. Perfekt. Einer weniger. Yes. Ja, das ist doch der mit der Armbrust abknallt. Auf den Sack gehen. Bin ich echt schmerzfrei jetzt. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Ja. Selbst bei all dem Chaos. Ja. Sie töten lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch. Lass uns einfach gehen. Bleib noch dabei. Was ich aber so ein Spiel denn mache. Frage, wo der lang läuft. Oh, Kiste! Ist er? Wie viele sind hier bitte stationiert?
Nicht mehr viele, es sind schon drei weniger. So, Holz wieder kriegt. Perfekt. So, kann es doch weitergehen. Oh, guck mal, da ist einer. Wir sollten noch rechtzeitig mal die Dinger rausziehen. Was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn da? Ja, Bärchen. Ein Werkzeug gefunden, ich rasch raus. Da sind wir gekommen. Dann könnten wir gehen. Los, hoch da! Die Pfeile wieder zurückkriege. Ganz ehrlich, warum nicht? Wir haben im Grunde eigentlich mal endlich Munition jetzt, ne? Ja, perfekt. Wenn alle abmurksen, das ist schon geil jetzt. Das macht Spaß. Okay, aber natürlich ist doch alle. Okay, von dem aus ist das wirklich. Das ist aber rassistisch. Hugo, geht es dir noch gut? Ich weiß es nicht. Na schön. Versuch ruhig zu bleiben. Das Tor da oben. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist. Punktisch, wir können die Erde befreien, aber ich glaube, es sollte dafür aus der Schussbahn sein. Dahinter, dann brauchen wir. Können wir so abfackeln. Das waren die! Zweifellos! Sucht alles ab! Wir haben Gesellschaft! Der Kollege ist da hinten jetzt geschwächt. Denken wir jetzt zum Rücken schießen. Wir kommen hier weg. Ja, ja. Wir finden Sophia. Mhm. Wir segeln davon. Leise! Sie sind dahinter. Ganz sicher. Yep. Da seid ihr ja! Wir wurden entdeckt! Ist er tot? Kann ich jetzt die Kiste haben? Ich würde gerne noch meinen Pfeil aus dem Rücken rausholen, wenn es geht. Das heißt, mein Bolzen haben nur noch zwei. Ich habe eigentlich Schmerz funktioniert. Geht das? Ja, geht tatsächlich. Damit vielleicht. Ja, die andere Seite. Achso. Hoch mit dir. Ja. Hoppala. Achtung,
Okay.